Ja, was hast du denn dann aus dem Rotwein gekocht? Glühwein. Genau. Oder Punsch. Improvisiertes Essen. Okay. Also was ich auch mal feststellen musste, ist Rotwein-Gulasch zum Beispiel ist was Leckeres. Ja, es passt eigentlich zu allem, was irgendwie so rotsoßig ist. Da fällt mir gerade ein, ich habe da hinten schon wieder in die Kiste reingeschaut, ne? Putz hat er wieder angefangen zu kochen. Ja, hat er. Manche wissen, was das heißt. Weil wenn ich hier in die untere Kiste reinschaue, sehe ich schon wieder Soja. Tofu. Ja, Tofu habe ich in dem Gericht auch drin gehabt. Okay. Was, du hast wirklich, du hast im RL Tofu verwendet? Ja. Oh Gott. Räuchertofu, ist ziemlich lecker. Geräucherter Tofu. Ja. Also ich kann mich mit dem Zeug nicht anfreunden. Ich hab's ehrlich auch mal selbst probiert. Auch so Tofu-Würstchen. Geht absolut nicht an mich. Also alles, was so zwangsweise irgendwie auf Fleischersatz getrimmt ist, finde ich auch furchtbar. Da esse ich lieber richtiges Fleisch. Ja, definitiv. Ja. Der Spinat schmeckt immer noch am besten, wenn man ihn kurz vorher durch einen Steak ersetzt. Oh mein Gott. Schon wieder ein neuer? Wer ist denn diesmal dran gekommen? Gucken wir mal. Mixit LP folgt uns nun. Herzlichen Dank. So. Also, deine Bricks sind in Arbeit, die brennen jetzt gerade alle durch. Top. Ich habe 16 Stück im Inventar. Soll ich die gleich zu Bricks machen? Die Bricks zu Bricks? Ja, genau. Also die einzelnen Bricks zu Bricks-Blöcken. Gut. Bricks-Blöcke. Oh Gott. Bricks-Blöcke. Okay. Ich kann dir mit 4 dienen, aber damit wirst du nicht weit kommen, glaube ich. Ja, ein bisschen. Wenn ich schnell bin, sogar mit 5. Oh ja, 5. Juhu, 5. Boah, 5 ist ja, also damit auf jeden Fall. Ja, damit kommst du weiter. Das ist schon mehr als 4, ja. Oh Gott. Aber ich habe jetzt 4 Öfen damit belegt, also das schneller kann ich das, glaube ich, im Moment nicht zaubern. Oh, oh. Also, wenn man hier mal 5 Minuten lang nicht ihm auf die Finger guckt, ne? Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich guck doch, ich baue doch nur. Ja, eben deswegen, ne? Er macht nichts, der will nur bauen. Ja, genau. Ja, genau. Und Grey Panther, ja, ohne Tiere ist Soja eine Lösung, das ist richtig. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee, um Gottes Willen. Und vom Prinzip her ist ja Tierfleisch essen ökologisch gesehen ja eine Katastrophe. Wissen wir alle. Aber es schmeckt so gut. Das ist der nachschräge Vorteil davon. Übrigens hier, Olli, ist eine interessante Frage bei uns gerade im Chat. Wird es den Server auch zum Download geben? Sobald wir die größten Probleme im Griff haben, werde ich auch eine Serverversion basteln, aber zurzeit haben wir genug andere Scheiße um die Ohren. Gut. Und die Map wird es auch als Download geben. Also die Bestwelt und Miningwelt und Schlag mich tot. Okay. Halt ohne die Spielerinsel logischerweise. Das ist noch die Frage, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die Spielerinsel als einzelne Welten zum Download anbieten können. Vielleicht will das ja auch jemand haben, ne? Das wird aber wieder viel Arbeit. Ja, ja, das weiß ich. Dafür aber braucht man einen Season Pass. Oh je. Oh, Season Pass. Da kam's okay, wieder. Dann habe ich das jetzt gerade überlegen. Soll ich da so. Gut. Aber weißt du, was das praktisch an dem leckenden Server ist? Ich habe fast keinen Hunger. Das ist cool. Oh, Jodarion ist runtergefallen. Es regnet Piraten, wie geil. Es ist gemein, sowas zu machen, ich weiß, aber okay. Also, dann machen wir mal das Ding. Oh mein Gott. Auch gut. Ja. Auch gut.
der Daniel macht dann gleich hinterher ein Raptor-Platt. Okay. Ja, warum auch nicht, ne? So, 5, 7. Kann ich dir da drüben noch irgendwie anderweitig zur Hand gehen gerade, oder? Im Moment nicht, ich... Wenn du magst, kannst du ja schon mal planen da drin mit Erdblöcken oder sowas. Planen mit Erdblöcken? Das ist doch... Olli ist Wolli, ich bin Erik. Okay, alles klar. Ja, hier. Wie du magst. Also gut, du kannst sämtliche so Blöcke nehmen. Komm schon. Ich habe nämlich eh keine Ahnung. Ich wurde über die Planke gestoßen. Mhm. Das kann doch noch jeder sagen, ne? Ja, ja. So. Dann fliege ich da mal rüber langsam. Kann ja auch ein bisschen höher springen, glaube ich. Genau. Sehr schön. Eingang da. Okay. Kein Eingang. Hm. Hattest du schon einen Eingang hier vorgesehen oder ist das noch, Das ist Eingang hier. Achso, warte mal. Ach, wo hier. Okay, bin schon da. Ja, genau. Okay, alles klar. So, also wir brauchen einen Cobblestone-Generator. Hm? Den können wir unten hinknallen, also hier unten drunter. Okay. Dann überlege ich gerade. Dann brauchen wir im Normalfall... Halt, der war falsch. Dahin. Weg. Weg, sagte ich. Ah, okay. Man muss ihn nur ab und zu mal bitten. So, dann haben wir hier noch zwei frei und hier noch zwei frei. Das wäre sogar... Ui, das wäre sogar mittig. Der würde dann aus dem Cobblestone Gravel, der aus Gravel Sand und der aus Sand Dust machen. Klingt nach einem Plan. Dann kommt hier einer hin und hier und hier. Genau. Gute Nacht. Und weg. Ja, vielleicht schaut er noch einen Stream oder so, keine Ahnung. Wir hatten es ja letztens gehabt, dass man eigentlich, wenn die Leute online kommen, gleich sagen muss Hallo und Tschüss. Weil die beim Offline-Gehen immer so schnell weg sind, dass man gar nicht dazu kommt. Ja, okay. Hm. Apropos weg, gucken wir mal, ob da hier noch... Nein. Aha, Sohnemann hat sich wohl ins Bettchen geschwungen. Ja, der hat auch vorhin schön gute Nacht gesagt. Okay. Gut für ihn. So. Hier ist dann das Sieb. Gut, das Sieb gibt dann irgendwas ab, mit dem wir noch irgendwas machen müssen. Die Frage ist, machen wir das mit dem oder mit dem? Bäckermann spricht den Rätseln. Das muss am Angebot liegen. Ja, das liegt definitiv am Angebot. Gut. Dann bauen wir das mal ein bisschen kompakter vielleicht. Liebe kompakt. Okay, der Block hat sich jetzt zweimal entschieden, wegzugehen oder wiederzukommen. Na gut. Gut, komm her. Na komm. Olli? Anwesend? Ah, da schwebt er. Warum schwebst du mitten in der Luft? Was? Ja. Ich bin vom Haus. Du schwebst bei Meinst mir du? Hier über den Blumen. Okay. Na gut. Diesmal weiß ich nicht, ich habe nur ganz normale Erdblöcke ohne Wellenmeine abgebaut. Nein, ich weiß nicht. Soll ich den selber mal einen Neustart gönnen? Oh, was haben denn da meine entzündeten Ohren gehört? Da war aber jemand sehr spendabel. Ui. Hier gibt's einen Session Pass für 10 Euronen. Dankeschön, T85. Sehr schön, dankeschön. Du hilfst uns sehr. Denn die 10 Euro werden 1:1 in sämtliche Community-Projekte wie Serverkosten oder sonstiges natürlich 1:1 reingebuttert. Oh, jetzt ist der Server wieder weg. Gut. Ja, okay. Der wird neu gestartet. Ich gönne mal einen Neustart. Ja, das ist eine gute Idee. Dann gönne ich mal. Der Neustart gönnen, das wäre natürlich gleich eine gute Sache. Ich würde sagen, wir legen mal ganz kurz ein paar Minuten Pause ein und sehen uns um 21:22 wieder. Hm? Also dann, bis gleich. Ja. Im Chat gab es gerade noch eine sehr interessante Diskussion über die armen ITler, die des Nächtens mal ein paar Server updaten müssen. Ja, das kenne ich leider auch so gut.
Und Linux-Entwickler hatten zu Weihnachten zu viel Zeit, haufenweise Updates. Ja, die wollten jetzt noch im alten Jahr raushauen wahrscheinlich, ne? Aber okay. So, ich bin auch wieder da. Jo, Bibi. Wir sind auch wieder live und in Farbe. Nein, in Farbe zumindest. Ja, genau. So. Wie ging das? Warte mal. Deutsche Welle Polen, neu in Farbe. Und Bund. Genau. Und Bund, genau. So. Prost. Hast du dir was Leckeres geholt? Mhm. Oh, naja, schön. So lecker ist es nicht. Das habe ich mir mal geholt. Ich habe gedacht, ich probiere es mal, aber so pralle ist es nicht. Okay. Ich überlege gerade, da drüben machen wir noch da einen Weg rüber. Okay. Dann kann ich nämlich mal hier mich mal an einem Weg probieren. Der sieht natürlich danach ziemlich bescheiden aus, aber ich versuche das mal ein bisschen. Mal gucken, wie es der Olli da gemacht hat. Der hat da Stonebricks dafür verwendet. Und dazwischen. Mein Weg ist eigentlich unter der Brücke spannender als oben drauf. Das stimmt. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab's auch schon gesehen. Also unten die. Oben total langweilig und unten schön gewölbt. Ja, das genau. Sieht aber gut aus. Ich hab immer noch Post, Mensch. Ich müsste mal gucken, wer mir da geschrieben hat. Ich bin da voll neugierig. Ich denke, die Alex. Und die ist schon weg, ne? Die Alex ist mittlerweile weg. Oh nö. Und meine. Die Tür mag mich nicht. Hellami. Bring drüber. Okay, achso, ja, Blödsinn, ja. Ui. Ich habe die Spruce-Wood-Plank hier gerade für Brezeln, ja, Brezeln. Ja, cool. So, was haben wir denn hier? Okay. Warte mal, das habe ich noch Platz. Gleich mal zurückschreiben hier. So, und dann haben wir noch Cleanstone da, sowas. Nein, und die Öfen sind gerade. Da kommt gerade der Kommentar kein Ton, beziehungsweise Ton, Fragezeichen. Ton? Echt? Was für ein Ton? Eigentlich sollte Ton dabei sein. Eigentlich. Ich höre was. Also wenn ich das Video anmache. Du hörst was, wenn du das Video anmachst. Okay. Ich muss immer ein bisschen overkillen, weil wenn ich da auf der einen Seite den Ton anmache, hört ihr mich dann um 45 Sekunden versetzt nochmal. Also das ist auch blöd. Okay. Nochmal eine ganz kurze Frage. An Twitch und YouTube, habt ihr auch alle wieder einen Ton? Ja, wird schon gemeldet. Ton ist da. Okay, alles klar. Dann eventuell liebevoll mal die F5-Taste drücken im Browser, vielleicht geht's dann noch besser. Sowas kann schon mal passieren bei Twitch oder bei YouTube Live, das ist nun mal so. Olli? Anwesend? Haben wir noch irgendwo Cleanstone zufälligerweise, weil ich hätte ganz gerne dann... Warte mal, Cleanstone haben wir noch, so knapp 3 Stacks. Wo? Was? Hier, bei mir im Inventar. Baumaterial. Achso. Genau, okay. Baumatz. Nein, unten ist eine Kiste mit Baumatz. Dann lass mal. Lass mal gut sein. Dann. Was denn? Das darf der Olli später. Wenn ich aufgefangen wurde, finde ich nichts mehr. Genau. Ich habe wenigstens die Kisten schön beschriftet, ne? Also so ist ja, es nicht. Ich weiß, aber erstmal guck ich in allen Kisten, wo vorher das Zeug drüber war, weg. Genau. Oh. So. Das nächste Mal schreibe ich ein Memo oder sowas. Genau, das ist wirklich. Ja, das Schlimme, hat sich gerade so an das Chaos gewöhnt. Plötzlich ist Ordnung da. Ja, genau. Aber ich habe. Ja, Daniel, dass du nichts hörst. Mach doch mal den Stream auf oder dein TS lauter. So. Irgendwie, die Höhe sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Durch den Baum durch? Ja, klar, durch den Baum, den fällt mir dann noch. Du hast eine Zweierbreite, glaube ich, gemacht, ne? Bei deinem Weg. Was? Ich habe eine Dreier. Dreier? Ja. Achso, für mich, für die ganz Fetten, ne? Okay, alles klar. Nee, aber... Wenn man nicht mehr ganz so nüchtern ist, dass man nicht runterfällt. Ach so, okay. Ja. Ach, und du hast es ja auch in die untere Hälfte verlegt. Ja, okay. Dann wollen wir mal mehr abbauen. Ja, dass nichts spawnt. Genau. So, dann hätten wir das... Der Jojo sieht. So, dann kann er mal wieder bei sich singen und nicht bei uns. Dann ist das gut. Ups. Oh mein Gott. Ja. Steine kommt her. Fuß, bei Fuß, bei Fuß, dankeschön. Wer kommt her? Hm? Wer kommt hier? Die Steine.
Achso, Steine. Okay. Ja, die ich abgebaut habe. Okay. Ah, da habe ich doch schon wieder. Da habe ich doch schon wieder jemanden gehört hier. Gucken wir mal ganz kurz, wer das war. Phoenix Feuer is following us. Sehr schön, dankeschön. So. Bei uns wird man noch persönlich begrüßt, ne? Ja, ja. Mhm. Kriegt man nicht überall. Nee. So. Langsam aber sicher. Ein bisschen Akzente werden wir später auch noch. Lukenmann schon gehen. Übrigens ein ganz witziger Name eigentlich. Lukenmann. So, reichen meine Slabs? Ich glaube ja. Sehr gut. Und dann machen wir dann eventuell eine elegante Wendung davor, irgendwie so. Aber das können sich dann andere überlegen. Haha. Okay. So, Rock'n'Roll? Was hat denn der da für Achievements, bitteschön? Was sind das hier bei der Rock'n'Roll? Der Rock'n'Roll ist doch das eine Monster, was da aus der Wand rauskommt. Ich glaube, der Butzer hat es im letzten Livestream auch gehabt. Okay. Mhm. So, wenn wir hier mal kurz in den Chat schauen, was hier alles hier ist. So, jetzt erstmal eine Schnillschmitte hier. Eine Schnillschmitte? Eine Schnillschmitte, okay. Ja, wir machen ja keine Schleichwerbung. Okay. Nein. Okay, so. Also das hat gerade so weit gereicht, der Weg. Ich kann mich zumindest jetzt relativ locker hier rüber bewegen. Jetzt wollte ich mir dann bloß noch ein bisschen Cleanstone oder irgendwas zur Randbefestigung, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Wie hat es denn der Olli denn gemacht? Der Olli hat das so gemacht. Okay. Nochmal ein bisschen spicken hier. Fühlt mich ja fast wie ein Cheater. Ja, ja, man muss ja Sachen auch kopieren können. Boah, ist der Weg toll. Boah, ist der toll. Ja, man kann toll rüberlaufen, ne? Ja, echt super. Warum bin ich jetzt eigentlich rübergelaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil du bauen wolltest? Keine Ahnung. So, schau mal. Ton ist da, aber wer spricht denn da? Das ist keine Stimme in meinem Kopf. Nein, das könnte sogar ich sein. Ja. Okay. Linux ist auch toll zum Minecraft-Spielen. Ja, Olli, da hast du recht. Und zum Minecraft-Entwickeln ist Linux auch sehr toll. Proxmox und i5 mit 24 Gigramm läuft wie Biene. Eine Biene läuft? Ich dachte, die fliegt. Okay. Oder summt vielleicht noch, aber. Okay, ja. Gut. So, dann. Ich guck mal nach deinen Bricks. Oh ja, die habe ich jetzt schon mal fast gucken, wieder vergessen. Mal gucken, wie weit da. Ja, ja, ich vergesse sie nicht. Sie brennen noch. Aber wir kommen langsam voran. Oh, ganze 6 Stück sind schon wieder fertig. Oh, 20 Stück, dankeschön. So, und dann nochmal umgucken. Oh, das wird ja langsam. Oh, ich habe ja schon hier unglaublich viele Bricks für dich gleich. Nein. 30 Stück. Wow. Genau 30 bisher. Mhm. Das ist doch schon mal nach Hause, ne? Ja, und damit kann man schon mal was anfangen. Richtig. Und ich bin dafür, dass wir den einen Eingang in eine andere Richtung verlegen. Aber ist egal. Welche Die Frage ist, wie lange mal. Nicht bei dir, sondern hier in unserem, ausgebauten Erdloch. Ja, das ist. Wohin möchtest du denn die Bricks geliefert haben? Ich glaube, ich habe da irgendwo eine Kiste gesehen, kann das sein? Ja. Die Frage ist bloß, kommen wir noch an die Kiste ran? Ja, die ist auf der anderen Seite vom Gebäude, oder? Oder? Ja, sollte. Ja, da ist eine Kiste. Ich packe sie dir mal in die Kiste. Vielen Dank. 30 Stück? Rechts unten. Und dann habe ich noch einen harten Kleeblock gefunden gerade. Wo der auch immer herkommt. Egal. Oh, den habe ich bestimmt irgendwo unterwegs verloren. Na, oder ich aufgesammelt, nicht? Eins von beiden. Das kann oder beides. Auch sein, ja. Egal. Oh. Du, Olli, wir müssen uns ja eigentlich mal um die Maschinen kümmern, die da reinkommen, ne? Eigentlich. Und? Ja, da war was, nicht? Oh je, ich habe Angst. Ich habe Angst, mir das Rezept vom automatischen Sieb anzugucken. Das war sogar Standard. Echt? Okay. Dann gleich mal gucken. So. Gehen wir mal nach da oben, weil ein bisschen Material haben wir ja mittlerweile aufgesammelt. So. Wir brauchen ein Sieb. Fast Standard, fast. Also das hier. Elektrum-Gear, Invo oder Maschinen-Chassis. Was ist einfacher? Keins von beiden. Silk-Mesh, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und ich hatte gesagt, ich will 3 Siebe haben, ne? Ja. Ach du Scheiße, das ist der Electrical Steel. Moment, Induction Casting Table, sehr gut. Kann man auch hier
Kann man das auch? Oh. Nein, kann man nicht. Oder Electrical Steel, das kann man jetzt sogar herstellen. Aus Silikon, ja, und an Silikon kann man mal wieder bloß über die Sägemühle ran. Ich gehe doch wieder mal zum Mäusemelken hier. Der Weg ist uns also gerade im Moment noch ein bisschen versperrt, außer wir bauen uns vorher eine Sägemühle. Invar könnten wir uns in der Schmelze machen und das Electrum Gear können wir uns auch in der Schmelze machen. Müssen wir sogar. Das sind dann. Übrigens, den Unterschied musst du mir mal erklären, Olli, bei dem Invar-Rezept mit Electrum, warum man unten Nuggets und Ingots nehmen kann. Nur so eine Frage. Zumindest wird mir das so angezeigt. Larsen ist schuld. Was bin ich denn schuld? Larsen ist schuld, natürlich. Modular Machines. Das sieht doch wieder ganz klar nach Ordic-Fehler aus. Ja, Ordic. Ich hab's probiert, es geht nicht. Deswegen. So. Weiß ich nicht. Also man muss Ingots nehmen. Nuggets. Zwei Eisen, ein Nickel. Oh. Zwei Eisen, ein Nickel. Ein Nickel. Drei Nickel. Und 6-mal Eisen. Reicht uns das? Das sind. Ich denke nicht, dass das reicht. Okay. Dann machen wir 2-mal die Menge. Reicht uns das? Werden wir dann gleich sehen. Zur Not können wir noch ein bisschen was holen. So, Schmelze da unten. Mal gucken, ob die da gut ist. Leer ist sie anscheinend. Das wäre ja sehr vorteilhaft. So, es sind die. On, sehr gut. Dann können wir da mal reinschmeißen und reinschmeißen. Hui! Genau, klar. Ausgerechnet. Wunderbar. 12 Eisen, 6 Nickel. Kann sich nur. Oh, Olli macht gleich Weg. Cool. Da darf man manche Sachen gar nicht so laut sagen bei dem Mann. Ist ja cool. Der wird gleich umgesetzt. So, und dann hatte ich noch gehört, Silk Mesh. Dafür brauchen wir ein bisschen. String. Ich habe auf jeden Fall unten noch was in der Kiste. Da nicht. Hier, nein. Ansonsten müssen wir vielleicht einen Baum infizieren. Ohne in irgendeine andere Kiste. Ich bin ja gerade. Ich sehe hier Wollblöcke, das heißt, da könnte jemand auch schon Strings mit umgewandelt haben. Hat man eine Wolle gemacht, um die zu scannen. Achso, okay. Oh, ich habe 3 Strings. Das ist nicht viel. Und der Rest hier ist leer. Mobblut haben wir nochmal 6. Sehr schön, das reicht ja dann schon mal für 1,7. Okay. Ja, ziemlich sicher, dass Putze schon mal irgendwas Richtung Kotten gezüchtet hat. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, da hast du recht. Unten sind 3 Kisten. Ich hab. Warte mal, ich habe noch was gefunden. Ich habe noch gefunden. Jetzt haben wir zumindest schon mal 2 Siebe. 4 Strings haben wir noch und dann brauchen wir noch 5. Na, wir finden die Sachen schon noch. In den Geschenken ist nichts drin. Schade. Hier ist Kaktus drin und hier in der Kiste ist Seeds drin. Entriller, Lettuce, Entriller, Fettina. Der hat hier mal wieder stundenlang gezüchtet, der Kerl. Seeds, Potato, Carrot, Sugarcane, Barley, Rye, Pumpkin, Bean, Rice, Cactus, Cotton. Haben wir hier auch noch? Da haben wir noch. Gut. Dann pflanzen wir nochmal ein bisschen Cotton an. Oder? Einer zu viel, egal. So. Haben wir da oben noch das Feld? Ich glaube ja. Dann können wir hier mal abreißen eigentlich. Und dann setzen wir eins. Ach, Cotton braucht wieder was Besonderes. Cotton braucht Tiled Garden Soil. Haben wir. Gut. Da. Also das Cotton-Problem dürfte auch bald erledigt sein. Reicht. So, packen wir die wieder schön zurück. Immer werde ich übrig lassen, weil sonst gibt es Ärger. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder. Achso, ja. Die Sticks hatte ich ja. So. Dann das haben wir hier bald genug. Habe ich nicht. Schade. Dann können wir schon mal
zwei Meshes machen. Wow. Genau. Weißt du, da guckst du 2 Minuten nicht hin, schon ist da eine Treppe und eine Tür. Ja, ne? Oder eine provisorische, hässliche Treppe. Das ist ja und? Okay. Sie ist aber funktional. Ja, das ja, stimmt. Mehr muss es ja auch nicht sein, erstmal. Weil ich denke, dass da oben hier werden wir eh nicht auf Ewigkeiten. Oh. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, unsere Smeltery laggt gerade mal wieder bösartig vor sich hin, aber okay. Ingot Cast können wir schon mal reinlegen. Gut, das ging. Komm, schmelzt die Blöcke bitte. Schmelzen die Dustblöcke. Na gut. Wird er irgendwann schaffen. Irgendwann wird eine Flüssigkeit draus sein. Wie sieht's denn hier aus? Können wir die eigentlich auch Bone Meal, weil ehrlich gesagt, Bone Meal fehlt uns ja auch nicht unbedingt dran. Wir haben doch eine Gießkanne. Und was machen wir mit dem ganzen? Ah, 42%. Nature. Da sieht man mal wieder, was ein 10-10-10er sieht, alles von sich wirft. Was haben wir denn hier schon wieder? Ein neuer Follower, zumindest hat sich das gerade den Tag angehört. Julian Phoenix X ist following us. Dankeschön. So, und Cotton konnte man 4 Stück zu. 2, 3. 3 Stück. 3 Stück. Oh. Du hast mich eingesammelt, ne? 3 Stück, ja. Okay. Ne? Reicht uns eh noch nicht ganz, aber ist zumindest schon mal ein sehr guter Weg. Oder? Moment, 3 Stücke. Nein. Dankeschön. Mal gucken. Klopp, komm. Komm in mein Inventar. Komm. Da geht's dir gut. Dann machen wir aus dem Kotten machen wir doch schönen String draus. So. Einmal bräuchte ich mir noch. Hammer. Einmal durch fertig gut. Sein. Kannst du stoppen, deine Gießerei. Na, haben wir sogar ein bisschen mehr produziert, wie wir gebraucht haben, weil dann können wir nämlich hier noch unser drittes Sieb zumindest soweit mit dem Mesh schon mal vorbereiten. So, Elektrum war Gold und Silber. Gold und Silber, Moment, da müssen wir mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Rezept, das waren 576, das sind 4 Ingots, ne? Wenn ich hier richtig gerechnet habe. Ja, 4. Und 144, 4, dann brauchen wir 2 und 2. Reicht nicht. Ja, komm, pfeif drauf, stell mal ein bisschen mehr her. Das da hier sind 8 Ingots. Das sind 6 Ingots. Das müsste eigentlich stimmen. 3 und 3 sind 6, mal 2 macht 12. Jo, das müsste hinhauen. Ist da schon was geschmolzen jetzt mittlerweile? Irgendwas ist geschmolzen, aber noch nicht alles. Habe ich einen Schmelzpunkt nicht beachtet? Na, Eisen müsste eigentlich schon gehen mit Lava, ne? Ja. Eisen geht. Okay. Wenn ich unten beim... Achso, hast du da unten schon die andere Schmelze gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Da ist noch genug Eisen drin, glaube ich. Ja. Ich muss aber hier das richtige... Ich muss hier nur das richtige Mischungsverhältnis natürlich von allem irgendwie hinkriegen. Für Invar und für Elektrum. Oh, da muss ich Uhr geben. Ah, da war wieder Elektrum. Das Wort. Invar! Ja, genau. Trademark. Ja, genau. Copyright bei Vegaman. Genau. Ich habe sie mir auch schon mal zur Verfügung gestellt, im guten Trivolo, ne? Ja, genau. Okay. So. Hier wird gegossen. Invar Ingots. Okay. Läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Langsam, aber sicher. Ja, zwar bergauf, aber mit Rückwind, aber geht. Ja, man muss der Schmelze einfach hier ein bisschen Zeit geben, aber es kommt ja schon was raus. Das ist ja schon mal, ist doch super. Wir haben ja schon mal 6 Ingots, passt doch schon. Ach du Scheiße, da fällt mir gerade noch was ein. Da muss ich ja in den Modpack auch wieder Obacht geben. Wie kriege ich bitteschön Nuggets? Muss ich die Nuggets als Nuggets gießen? Yep.
Jupp, okay, dann muss ich ja rechtzeitig bremsen. Okay.